Auf jeden Fall ist das hier das neue Klo für den LT. Geil, oder? Ist das nicht ein schönes Klo? Ah, vom Feinsten. Ich will das eh nicht benutzen. Aber ist egal, ich kann lieber im Wald, bevor ich auf so ein Scheißding gehe und meinen eigenen Scheißgeruch sitzen würde. Aber es war Hanna halt. Ne? Wenn Hanna mal eine Runde pieseln muss, muss ich ja nicht unbedingt anhalten. Dann kann die da eben durchklettern und sich in meinen abseilen. Dennis, ich warte die Spritpreise noch ein bisschen ab tatsächlich. Aber der Grundplan steht noch. Übrigens, seht ihr hier einen Unterschied an Caprice? Hier, seht ihr einen Unterschied, was sich in diesem Auto verändert hat? Das 20 Euro Scheißklo, das habe ich jetzt mittlerweile wieder ausgesondert. Ja, Stoßstange ist wieder dran. Ja, Stoßstange, ja. Und vor allem, ihr seht, wisst ihr was? Das Spaltmaß von der Stoßstange passt jetzt wieder. Seht ihr, das ist ein bisschen minimal drin noch, wenn ihr genau hinguckt. Aber wir haben jetzt die Stoßstange gerade. Die ist nicht mehr so scheiße. Was ist selber gebaut? Oder hat Gordon alles selber gebaut? Ja, am Dach haben wir angefangen, ne? Da ist Gordon aber krank geworden, leider. Hier. Das ist schon in Stand gesetzt hier. Komplett. Muss noch gespachtelt werden und dann ist das gut. Gegurkt. Dann ist der Anfang hier gemacht worden. Das ist der Anfang. Aber halt ist noch kein Blech drin. Ja, und drüben halt war auch der Anfang. Das gleiche Spiel. Wieso hinten voll verballert? Alex, Alter, die Stoßstange war hinten vorher hier drin. Hier drin, so weit drin. Haben wir alles wieder gezogen und wieder hingekriegt. Jetzt kriegt ihr hier noch Bumperfeller dran. Später an der Seite wieder selber gebaut und dann läuft das. Ne? Ja, und hier müssen wir halt noch beigehen. Ne? Guck mal, hier ist noch scheiße, seht ihr? Hier ist noch durch. Und hier ist das voll dünn. Seht ihr, das müssen wir auch noch machen. A-Säule. Und drüben die A-Säule wäre noch schlimmer gewesen. Hier, seht ihr hier? Hier auch, totaler Scheiß. Müssen wir noch alles ein bisschen aufbessern. Dann kriegt er ein bisschen hier, ne? Nehmen wir für den Bumper einfach Bauschaum. Na, so schlimm wird es nicht sein. Fällt schon irgendwas Besseres ein. Auf jeden Fall, hier sind wir gerade so ein bisschen dabei. Ja, Gordon geht's. Ich habe mit Gordon jetzt noch nicht geschrieben, aber ich gehe davon aus, weil sich nicht bei mir gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass er hier morgen kommt. Also denke ich mal, wird es besser sein. Hat Gordon ja Bescheid gesagt. Gott ist morgen wieder da. Der Treffer, ja, was soll ich machen, Alex? Soll ich jetzt. Magic können wir auch nicht tun. Aber wenn es fertig ist, ein bisschen besser. Die Batterie ist morgen nicht leer. Liegt daran, weil da eine Handlungsspannung. Guck mal, da hängt ja ein Ladegerät dran. Bitte, das aktuell ist die Batterie nämlich voll. Bitte, voll. Die Lampe ist nur so an. Das sagt kein Vinyl mehr. Nein. Vinyl darf wieder nicht funktionieren mit dem Blaulicht. Jetzt soll diesen Balken jetzt da drauf kriegen. Ne? Also andersrum, das ist der Blau ist ja eigentlich hier. Kriegt er drauf und dann soll der halt hier. Kann es doch nicht mehr kriegen. Ne? Was Gordon hat, Gordon war halt krank. Was soll ich jetzt groß dazu erzählen? Krank halt. Kann ja mal krank werden. Ich kann ja nicht, Jungs, ich kann nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ne? Das ist ein Angestellter von mir. Ich habe erzählt, er hat das in der Brust gehabt und Rest soll er selber erzählen, wenn es auf ankommt. Aber wir konnten nicht alles hier irgendwie jetzt hier thematisieren. Das hat Gordon. Das ist Gordons Ding. Ne? Auf jeden Fall habe ich eine Krankschreibung von Gordon und er ist Montag wieder da. Also morgen. Also fangen wir morgen wieder ganz, ganz langsam, um ein bisschen zu schonen, fangen wir langsam an, den ganzen Kram wieder auszuarbeiten. Wir haben noch 2 Wochen Zeit, müsst ihr euch vorstellen. 2 Wochen noch, das ist das Museum wieder offen. Das heißt noch Schweinearbeit. Das Museum wieder offen ist, soll es ja ein bisschen fertig sein, ne? Ja, ist Caprice ist scheiße viel Arbeit, Alex. Ist wirklich so. Auch diese Bumperfiller-Geschichte wird ein Problem mit diesen komischen Verkleidungen hinter der Stoßstange. Die kriegst du nicht. Ach so, hier mit Karl, das weiß ich übrigens. Ne? Karl hat mir direkt eine Nachricht geschrieben. Also direkt. Wirklich direkt. Aber was genau bei ihm los ist, muss ich ja selber gucken. Ich habe so ein Video noch nie geschaut, tatsächlich. Sonst hier, Markus, Kaffeetischape, die steht hier mittlerweile auch. Die soll hier auch so stehen bleiben, weil die soll jetzt hier. Ich gucke noch einen Tisch drauf und sowas. Genau deswegen. Aber ich weiß jetzt halt, was er mir gesagt hat.
Das ist ja, also Gordon und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Ein sehr ehrliches Verhältnis. Das heißt, egal was ist, hat einer ein Problem, sagen wir, das Thema ist erledigt. Guck mal, Gordon ist jetzt seit ja ungefähr insgesamt, also auch bevor er hier angestellt war, ja auch schon seit einem halben Jahr hier. Ne? Er war auch privat vorher hier. Und hier, wir haben uns nie gestritten. Nie. Wirklich nie. Also Gordon und ich so, kommen gut miteinander klar. Also, ehrlich, also ich kann mich nicht beklagen. Er glaube ich auch nicht. Ja, Pascal, die kosten aber $300. Das will ich nicht ausgeben. Das will ich natürlich irgendwie selber basteln. Und vor allem, du weißt ja selber, was du starten bestellst, dauert Ewigkeiten. Die Ampel kann nicht so laufen. Die Ampel will ich gerne so laufen bringen und zum Fahren auch. Aber ich brauche einen Motor und Getriebe. Das fehlt, beides. Dann wird das gehen. Aber haben wir da ja nicht. Omega oder Rekord weiter? Henning, es kommt noch ein anderer Rekord dazwischen. Ein C-Rekord wahrscheinlich. So in der Art. Ach so, habt ihr schon das neue Café gesehen? Das Café ist in den Grund. Wir haben jetzt angefangen, das Café fertig zu machen. Es sieht noch ein bisschen scheiße aus tatsächlich, aber der Grundbau ist drin. Habt ihr das mal im Video gesehen, wie das Café ist? Im Video ist gezeigt, ne? Bin ich ganz sicher, tatsächlich. Habe ich gezeigt im Video, wie das Café jetzt aussieht? Bulli tauschen gegen BMW bringt nichts. BMW ist schon vergeben. Udo Schlachter bleibt sowieso nicht. Udo Schlachter wird ja geschlachtet. Und dann kriegt Udo die Achsen wieder. Weil der Deal ist gewesen, er kriegt die Karosserie als Rohkarosse und die Achsen wieder. Ne? Im Video ist gezeigt. Ne? Wollt ihr es nochmal sehen? Ja, wa? Weil wir haben noch so ein bisschen so, wir haben Deko-Probleme halt noch. Also wirklich Deko-Probleme. Wir haben noch so ein bisschen so, meine Frau kommt morgen, die guckt sich das morgen an. Pass her, aktueller Stand ist so. Ne? Weil das Café muss ja auch fertig in 2 Wochen. Das heißt, wir haben viele Baustellen. Das heißt, wir müssen uns wirklich jetzt, also ich will jetzt den Tigran auf den Tisch schieben, weil der bringt 2,50 Mark, denke ich, wenn er nicht viel Arbeit ist. Und den Golf, mal gucken, was wir den machen, weil erstmal sind die eigenen Projekte fertig. Ich will ja keine Schrottausstellung haben. Hier, ihr seht jetzt zum Beispiel jetzt Café Vorraum. Hier ist ein, diesen Tischen, die kommen nach draußen. Ne? Kommt nach draußen, 2 Tische. Also 2 Tische kommen vorne vor die Halle. Ne? Dann haben wir jetzt hier die ersten Sitzecken, die stammen aus dem Eiscafé in Elfgroden tatsächlich. So Profitische, also richtige Gastrotische haben wir jetzt. Ich finde, die sehen ein bisschen beschissen aus als die Originalen, aber ist okay. Für Deko halt. Beim Deko drauf sieht es besser aus. Macht meine Frau alles. Ne, wenn das neu gestrichen, hat mein Team gemacht. Auch richtig gut. Der neue Boden ist drin. Die Palme habe ich schon gegossen vor 2 Tagen. Ich darf ihn nicht übergießen, das geht die kaputt. Aber sonst hoch gedacht gucken lassen. Dann haben wir jetzt hier. Hier haben wir jetzt den ersten Kaffeebereich. Ihr seht hier diese runden Kaffeetische. Ey, Michi, Alter, moin! Hier haben wir diese runden Tische, diese Kaffeetische, diese kleineren von der Eisdiele, sag ich mal. Hier ist der Tresen, den kennt ihr ja noch. Der muss auch ein bisschen mal getüdelt werden. Ich will noch ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Ich überlege, vielleicht einen langen Tisch zu bauen, der von hier nach da geht, damit hier die Kuchenkühlung, von dieser Kuchenkühlung ja hier, das ist eine echte Kuchenkühlung. Eine echte Kuchenkühlung. Also wirklich echt. Markus, ich weiß, hat Kai mir schon alles erzählt. Ich bin mit Kai ja privat in Kontakt, ne? Das für die neue, geile, ne, mit hier. Geil, wa? Auf jeden Fall soll die, ich überlege vielleicht, ob ich die hier reinstelle, hier in die Ecke. Da rein, in die Ecke, dass man sozusagen als Verkäufer auch, Kuchenverkäufer hier seinen Kuchen auch verkaufen kann. Und den da stehen zu lassen, sieht ein bisschen scheiße aus. Also das Café sieht noch allgemein ziemlich leer aus. Auch die Sachen kommen wieder von der Wand, diese hier. Die haben wir nur so rangehangen, das ja, als Platzhalter. Da kommen da so riesengroße Wandtattoos ran, so mit Kaffeetassen und so was. Das halt aussieht wie ein Café. Ja, ne? Aber das ist schon mal ein Café, oder? Sieht aus wie ein Café, ja, oder? So ganz grob so von der Grundgedanken her, finde ich das auch nicht ganz geil. Café-mäßig halt. Ob die morgen den Wohnwagen abholen? Ich bin ja echt gespannt. Ist er verkauft, ne? Bezahlt alles. Und er steht immer noch hier vor der Tür. Ne? Da vorne ist er. Bin ich echt gespannt, wann der Wohnwagen mich verlässt. Ja,
Ja, sonst hat sie nicht mehr erinnert. Die Scheißer sehen noch aus wie immer. Die Klos, die haben sich nicht, die sind immer noch in den 70er Jahre hängen geblieben. Seht ihr? 70er Jahre Klos. Poster von mir, Lebensgröße. Stimmt, Michi, das sind ja die Möglichkeiten. Stimmt, Alter, ich konnte dich nicht nerven. Aber anderweitig, du, ich mach, was du schon gesagt hast. Diese Amazon-Dinger hänge ich hier an der Wand. Was diese komischen Kaffeekleber-Dinger. Das kann, das ist für dich ja Quatsch, dort herzustellen. Die Preise, weißt du, was ich meine? Brauchst du nicht machen, sowas dann. Also, so ein Kram brauchst du nicht ablassen. Aber irgendwie so ein Kaffee, das ist schon was, Kaffee muss halt cool sein, ne? Ich hab gedacht, ich gebe meiner Frau einen Hunni in der Hand und dann kann meine Frau sich ja austoben mit diesem Scheiß. Viel Spaß da, Richter. Bei Teddy oder was weiß ich, für Dekorationskram. Hier wird noch alles, wie es ist. Wir sind immer in einer geilen Konstruktion mit diesen ganzen Kabelbindern, was die Powerbanks festhalten. Ne, hier ist auch der, hier ist halt dieser vorgeschriebene, keine Ahnung was Raum, den du auch brauchst, wenn du einen Kaffee hast. Wo du halt Sachen auch hygienisch herstellen kannst. Wir müssen auch ein bisschen hygienischer machen für diese Saison. Ja, dann sind wir eigentlich wieder im Geschäft, ne? Denke ich. Dann sind wir wieder. Also ganz sicher sogar. Sieht noch ein bisschen scheiße aus. Wie gesagt, ich finde das noch ein bisschen leer und unpersönlich, das Café. Ich finde, das muss ein bisschen Speedshop-Spezialdingsen kriegen, ne? So ein bisschen, weißt du, diese Patina halt. Hier ist ja alles ein bisschen abgefuckt. Das muss aber halt auch hier, wie soll ich sagen, den TÜV überstehen. Weißt du, den hier Gesundheitsamt-TÜV. Nochmal was? Nochmal eine Wohnung zu verkaufen? Was für eine Wohnung? Ich hab eine Wohnung gehabt, Alter. Wann gibt's Kuchen am 10.4.? Weiß ich noch nicht, tatsächlich. Ich habe schon ein paar Sachen tatsächlich. Also ist es halt, bei uns ist es halt so, ich kann euch das erzählen, kuchenmäßig. Wir haben erstmal hier teilweise auch selbstgebackenen Kuchen da von meinen Leuten, die auch echt gut was können. Vanessa zum Beispiel beladet. Marina haut auch mal einen rauf. Das ist halt so, ne? Ich habe halt meine Hasis da. Ne, Holger auch. Und hier, sonst nehmen wir sowas halt, ne? Wir haben halt fertig Kuchen auch da, weißt du? Das ist so ein bisschen, das Tiefkühlkuchen habe ich schon ein bisschen ausgegeben. Die erste Dingsen. Ich hole ein bisschen Kopenhagen und Wiese, habe ich gedacht. Und hier haben wir so, das ist unser Eisschrank hier. Man sieht so ein bisschen, hier ist Kuchen dort. Jetzt wird uns Grillwurst immer bereit für unsere Dingsen. Hier ist auch viel Fertigkram dabei. Ne? Also wir haben nicht nur hier selbstgebacken, sondern auch Fertigkuchen. Ne? Das geht auch. Fertigtorten. Hat halt Harry auch ganz viel besorgt, so von sich selber aus. Das ist hier ja nicht drin. Hier, die Milch ist auch im letzten Jahr. Die sollten lieber nicht verkaufen. Ne? Und ist die abgelaufen? Ich glaube, die ist uralt schon. Ich glaube, die ist schweinealt. Oben steht drauf, wie alt ist die? 10.10.21. Ach du Scheiße. Bloß weit weg davon. Die Milch hat auch keiner angerührt hier. Ach, Robby, auf E-Mail findest du gerade nicht viel. Ich bin aktuell als Gurkenhändler ausverkauft. Ist Zimmermann. Ist wirklich Zimmermann. Das stimmt. Ne? Ist halt Harry, Sonderpostenkönig. Ne? Bei den Kuchen besorgt meistens er. Wir teilen uns die Kosten ja immer. Ne? Also er macht 50%, ich mache 50%. Und dann ist das Kaffee am Ende zusammen. Ne? Kannst Käse mitmachen. Ja, die Milch sollte man lieber. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wissen, wie die Milch ist, wenn man die aufmacht. Also ehrlich jetzt. Das ist nämlich ziemlich sicher, das Zeug. Das ist wohl Haarmilch, aber so haltbar kann die ja nicht sein, ne? Mal wieder Anzeigen kommen, Nico. Anzeigen kommen die Tage. Halt, wie ich halt wieder schaffe, das hinzukriegen. Übrigens, hier, guck mal, China-Firma hat wieder einen rausgekloppt. Die China-Firma hat mir wieder was zugeschickt zum Testen. Die Kese Industrial Endoskop. Eine Endoskop-Kamera. So eine Dingsen-Kamera haben wir jetzt endlich. Eine funktionierende. Bestimmt wie Buttermilch. Ich glaube, das wird so furchtbar. Also ich will die jetzt nicht aufmachen. Ich habe keinen Bock hier im Stream zum Kotzen. Ich habe auch nicht so gut gegessen. Hier, kennt ihr ihn eigentlich? Texas Instruments Home Computer. Kommt hier auch ins Museum jetzt. Läuft. Die Milch kann man tanken. Das ist eine Idee. Aus der Mühle, genau. Ich habe mit dem Mann auch gesprochen, ob er mir sein Amiga noch verkauft, der da stehen hat. Er hätte noch ganz viel von so einem Kram, glaube ich wenigstens. Man kann es nicht sehen, aber ich ahne es halt. Aber er will halt,
Er will halt nicht. War nicht wild, was soll ich ihm das aufdrängen, ne? Was soll ich ihm jetzt aufdrängen? Was soll ich ihm mein Geld für diesen Kram aufdrängen? Ihr kennt, ich bin ja voll der Messi oder sowas. Ich sammle ja allen möglichen Technik-Scheiß. Doktor, der Laufstall ist hier. Ich habe da meine Frau falsch verstanden. Pass auf, der Laufstall hat folgende Story. Meine Frau hat mir über eBay Kleinanzeigen den eBay Kleinanzeigen Link geschickt, halt hier von diesem Laufstall. Okay? Hat sie mir geschickt. Laufstall-Link läuft. Ich sehe diesen Laufstall, dann geil, wenn wir das zu Hause haben. Bringst du ihn mal mit, freut sie sich darüber. Fahr dann mit der Ape dahin und hol diesen Laufstall. Hol ihn dir her. Ruf sie an, Schatz, ich hab den Laufstall geholt. Soll ich den heute Abend mitbringen? Wie mitbringen? Musst du nicht mitbringen. Hä? Der ist für dich, für die Halle. Ich muss dann ein paar Monaten wieder arbeiten gehen. Die geht aber wieder arbeiten dann. Und hier, da musst du ja Jodi für eine Stunde nehmen. Dann kannst du die da reinlegen. Ich sag, wieso schickst du mir das jetzt und nicht in einem Monat? Ja, habe ich gerade so gesehen. Ah, so viel dazu. Stefan, Golf, dein Golf 4? Habt ihr ja schon geschrieben. Ich werde es irgendwo hinkriegen, dass ich nächste Woche rumkomme bei dir. Also jetzt, das ist schon noch. Also jetzt die Woche. Ne? Ich muss kurz gucken, wie ich das mache. Weil ich will halt, wenn du mit Amsterdam bist, will ich noch ein anderes Auto mit verbinden. Das heißt, ich muss mit über Kleinanzeigen eine andere Karre finden, damit ich hier für zwei Autos um kann. Das Straßenschild ist eine extra Anfertigung. Also den einzelnen hole ich noch ab bei dir. Keine Sorge. Oder bei deinem Vater, je nachdem. Habe ich dir versprochen. Wenn ich mal von zu Hause streame, mal gucken, vielleicht nächste Woche. Oder am Mittwoch, nehmen wir von dieser Allergie. Ich habe nichts mehr zu saufen. Ist alles, alles. Mach dir keine Gedanken, Stefan. Aber momentan bin ich halt ein bisschen am Rennen. Ich muss noch einmal nach Stade jetzt. Da steht noch ein Auto, wo ich hin muss. Das werde ich wahrscheinlich am Dienstag oder so machen. Mal gucken. Je nachdem, wie die Absprache ist. Bin ich K30. Dann fahre ich eventuell bei Michi vorbei noch. Mal gucken, je nachdem, betüdeln uns vielleicht was. Ich bin noch momentan ein bisschen. Ich bin aktuell noch ein bisschen. Also, ich will nicht sagen planlos. Ich bin aktuell aber so ein bisschen. Ich bin. Ja, Stefan, was haben wir denn in Golf 3? Wir können was tüdeln damit. Weil ich muss. Es ist halt nicht so mega weit zu euch, aber längere Strecken fahre ich hier mit zwei Autos. Dann lohnt sich mit LT auf, weißt du? Wenn man sich lange kennt, verheiratet lange kennt, versteht man sich blind. Ja, man versteht sich oder versteht sich nicht blind. Gordon hat kein Corona, nein. Leider nein. Leider nein, hat er nicht. Ist aber auch durchgeimpft. Ne? Geht gleich davon. Alcapios momentan sind so ganz cool. Nimm ich gerne. Es hat nur mal diese Preisfrage. Aber es geht mir schon irgendwas getübelt. Ja, wie gesagt, also wenn einer in der Gruppe rumfliegen hat, der Gurkenkönig so viele Autos. Einziger Nachteil ist, Umkreis von Friedeburg bis 150 Kilometer. Weil bei den aktuellen Spritpreisen kann ich nicht so weit fahren, dass es sich lohnen würde, daran zu verdienen. Weil, ihr wisst, was ich meine, es lohnt sich momentan nicht. Es lohnt sich momentan nicht weit zu fahren, weil der Sprit zu teuer ist. Deswegen versuche ich mich nur Umkreis zu betüdeln. Deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, wieder aus nachzukriegen. Habe ich mir schon erzählt, dass ich hier einen Anschiss gekriegt habe vom Amt in Wilhelmshaven, dass ich ein hier Hello Kitty Peugeot abgestellt haben soll, was ich gar nicht habe. Alter, ich habe doch diesen Peugeot abgeholt. Wisst ihr das noch? Den Peugeot, den Hello Kitty Wagen aus Wilhelmshaven. Dann diesen hier Video damals. Wo er stand halt, abgemeldet. Kann man nicht da abgestellt. Auf jeden Fall haben die Vorbesitzer von dem Auto mich bei der Polizei angeschissen, dass ich dieses Auto da abgestellt haben sollte. Was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mein Eigentum war. Eine Firma aus Friedeburg stellt ein Auto in Wilhelmshaven am Straßenrand ab. Klar. Das ist ein Getüdel. Muss auch wieder hinterherrennen. Aber es ist das Ding. Ne? Aber ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Leute, die mit dem Wagen verkauft haben, müssen wir so Wagen von mir gekauft haben, die sehe ich jeden Tag. Und ich werde mir die Leute auf jeden Fall nochmal kaufen. Und währenddessen schreibe ich natürlich wieder ihre Adresse da rein. Ne? Das können die schön mit sich berechnen, wenn die ihre scheiße Welt abstellen. Die haben den ja wirklich mitten auf der Straße gestellt. Wisst ihr das noch? Der stand mitten auf der Straße, der Wagen. Wirklich, nicht nur nicht am Rand, sondern mitten auf der Straße.
Olli, Udo kommt die Woche nochmal. Natürlich. Eine Schrottplatz machen wir. Was ein Getüdel. Ne? Also, vor allem, die müssen ja einen Brief gekriegt haben vom Ordnungsamt. Und wieso scheißen die mich damit denn jetzt an? Verstehe ich nicht. Aber ist egal, ist manchmal so. Ich habe schon die komischen Kunden gehabt. Übrigens, hier, du bist ja schon das Neueste. Hier, pass auf. Dieses Mitglied, dieses Unternehmen ist Mitglied der BGHW. Ich bin jetzt so ultimative hier Berufsgenossenschaft, Max. Habe auch ein original geiles Erste-Hilfe-Bildchen dazu gekriegt, weil ich jetzt bei mir in der Wand hängen kann. Vom Feinsten zu Hannas hier Mustang, der hier ist. Also läuft. Ja, das ist sowieso so ein Ding. Das ist, ich gehe davon aus, man muss wahrscheinlich nachweisen, wo der Verbleib von dem Auto ist. Und der Verbleib von dem Auto, Nico, Gospel Count, nehme ich gerne. Der Verbleib von dem Auto ist halt hier bei mir. Wahrscheinlich fragen sie mich dann an, wo ich den Wagen wieder hingepackt habe. Und ich habe den Wagen weiterverkauft. Also, weil der Wagen ist wieder zugelassen. Hello Kitty Peugeot ist zugelassen und der fährt. Ne? Also so ein Tüdelkram. Weißt du? Immerhin habe ich die Rückleuchte getauscht, in der Gurke habe ich schon gezeigt. Da, eine heile Rückleuchte. Ist nicht mehr kaputt. Jetzt gehen wir auf den Couch oben auf dem Dachboden, dachte ich. Ein bisschen Abwechslung hier in der Gurkenmode. Ja, aber ist halt wirklich so. Die haben mich auf jeden Fall, haben sie mich angeschissen. Aber genau, ich habe ja einen Kaufvertrag. Das ist ja der Vorteil daran. Hello Kitty ist zugelassen, komplett aufbereitet, sieht aus wie neu der Wagen. Und wird tatsächlich von einem Mann gefahren. Das klingt nicht gut, aber das ist ein älterer Mann. Das steckst du nicht drin, Alter. Nee, das Ding daran war gewesen, ich habe damals, ich zeige euch das. Nico, habe ich doch gerade schon gesagt. Klar, schick mir mal eine Instagram-Dings rüber oder so eine E-Mail oder was mit deiner Kiste. Pass auf, die Story war folgendes. Ich habe einen B5 gekauft, ja, aber ich kann euch das sagen, der Wagen läuft nicht. Läuft noch gar nicht, also das ist totaler Scheiß. Aber anderthalb Jahre ein TÜV. Kaut auf dem Dachboden, ist doch mal voll retro. Ja, das ist sowieso, hier ist die ganze Ecke ist retro. Hier, guck mal, wenn du hier guckst. Projektionsfernseher von 1982. Ja, ein zweier Account würde ich auch kaufen. Aber ich muss immer eine E-Mail dafür kriegen. Wirklich scheiße. Ja, so. So ist das meistens. Ja, was soll ich euch noch groß erzählen? Aber das habt ihr gerne mal. Ich verstehe nicht so ganz. Diesen Hello Kitty Wagen habe ich damals gekauft und auch schon bezahlt. Mit der Aussage, der Wagen soll mir ausgeliefert werden. Weil der Wagen nämlich, die wohnen gleich bei mir in der Ecke und sollte den Wagen, sollte den Wagen zu mir hinbringen. Zu mir nach Hause bringen. Bei der Abmachung. Haben sie in Ewigkeiten nicht gemeldet. Dann habe ich Druck gemacht und dann durfte ich den Wagen suchen in der Gegend. Weil ich kann nicht genau wissen, wo der steht, aber ich hatte den Schlüssel. Dann habe ich den Wagen da immer weggeholt. Also das ist schon ziemlich scheiße. Also wirklich scheiße. Also das war eine total assige Nummer. Also bin ich auch wirklich pissig drauf. Aber werden sie auch noch merken. Wenn die, also deshalb bin ich gefahren. Für den Golf? Was für ein Golf für 900? Was sagst du? Ja, schick mir Bilder, Nico. Wie gesagt, der muss auch echt sein. Denk mal dran. Ich habe so viele Fake-Anfragen in meinem Leben schon bekommen. Du kannst... Ey, Roller, aus Holstein, Alter. Das hier ist mein Revier. Hier gibt's keine Konkurrenz. Wenn, dann jagt ihn der Gurkenkönig. Wenn er Gurken kennt. Nico, mach mal, schick mal rüber. Wenn du was würdest, ich hasse das Ding. War alles im Video. Ja, das war das Ding. Ja. Alles gut, Max. Geht klar. Marco, hast du verpasst bei der Stelle so ein bisschen? Hast du verpasst? Ich habe gesagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, die Gurke zum Laufen zu kriegen. 28 PS kriegen wir aber relativ easy geschlagen.
wenn du um die Ecke wohnen würdest. Ja, wie gesagt, bis 150 Kilometer kann ich, ne? Nicht, dass ich noch gejagt werde. Marcel, auch geil. Gulf County finde ich ganz cool, so wegen der Art, ne? Nico, du hast doch überall Kontaktdinger. Hier steht in der Videobeschreibung. Nur runterscrollen. Da steht eine E-Mail, da steht eine Instagram, da steht Facebook. Da steht auch eine Telefonnummer. Also eigentlich geht es mir mit allen. Mit Verlangen, ne? Der war auch dabei, wenn wir den geholt haben. Er kostet 80, glaube ich dir. Marcel, glaube ich dir wirklich. Aber bring mal ordentlich zum Laufen, dann kannst du da 100k reinschreiben. Nee, nicht ganz, aber das ist, was ich meine. Gibt's jetzt Gurken-Running? Nee, so schlimm ist es nicht. Aber es muss rennen. Wie lange ist so mein Arbeitstag? Ich habe einen ziemlich geilen Arbeitstag mittlerweile. Also ich habe es hinbekommen, eigentlich nur dank meiner Frau, weil meine Frau halt sauer ist halt, wenn ich nicht pünktlich zu Hause bin, habe ich einen Arbeitstag von hier in Friedeburg Anfang 9 Uhr bis 17 Uhr. Also ganz normaler Arbeitstag, sogar relativ kurz. Das schaffe ich meistens auch. Meistens. Aber in Wirklichkeit hast du ja nie Feierabend. Guck mal, ich fahre nach Hause, dann schneide ich Videos. Ich fahre nach Hause, dann hier rufen mich trotzdem noch 20 Leute an am Telefon. Weißt du, es ist halt so viel. Ne? Also es ist halt wirklich so, wie es ist. Nein, Tini ist nicht sauer. Nein, nein, das passt schon. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben halt ein Alter, ne? Hello Kitty Auto ist verkauft. Das fährt jetzt wieder. Aber ich habe halt eine Anzeige bekommen dafür. Beziehungsweise eine Anfrage von Ordnungsamt auf den Wagen geworden ist. Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur, habe ich tatsächlich hier eine PlayStation 3 habe ich hier. Die habe ich hier. Eine PS3, eine uralte, die hier am Tüdeln ist. Den 1.1 kannst du nicht mieten, nein. Du kannst nur den hier Vita mieten. Den 601, den Orangen. Muss ich auch noch machen. Ich muss dringend Vita-Videos machen. Also wegen Intro. Und ich muss auch ganz dringend einen Gurkenmuseumstrailer machen. Ganz dringend. Frank, das ist mein Revier. Hier wird nichts angeschaut. Marvin, mir geht's auch nicht ganz gut. Ne, also, ich bin ganz froh, dass ich hier diesen ganzen Kram, den ich vom Hochstehen hatte, verkauft habe. Weil es war eine Zeit lang finanziell schon echt eng. Ne, ich habe ein paar Rücklagen, klar, wie jeder auch, aber also es war schon ziemlich eng, weil ich habe ja einen Haufen Geld ausgegeben und viele Autos gekauft und habe halt hier lange Zeit nicht viel Geld verdient. Wisst ihr, was ich meine? Dafür bin ich jetzt ganz froh, dass ich hier, wie soll ich sagen, dass ich jetzt den ganzen Kram los bin und wieder neue Fahrzeuge kaufen kann. Und dann habe ich wenigstens die Sorgen nicht so. Ne? Ich habe auch einen neuen Steuerberater, habe ich auch erzählt, dass ich jetzt einen neuen Steuerberater habe, der mich jetzt auch haben will. Ne? Da ist auch noch ganz, ganz viel zu tun noch für den und für mich. Das geht aber noch, glaube ich. Aber ich denke, dass ich noch ein paar Sachen bezahlen muss, die auch noch kommen werden. Das heißt, es ist schon ganz gut, dass ich Sachen verkauft habe. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich will auch mal eine neue Sparte noch machen. Ich will jetzt zum Herbst hin, wenn das Museum wieder zumacht, möchte ich noch eine dritte Person hier einstellen ins Museum, als 450 Euro Kraft, die mir hilft, eBay zu machen. Weil ich möchte nächsten Winter nicht so wie vorher, sag ich mal, diesen hier einfach mich durchschlagen und hoffen, duck und weg, sondern ich will im Winter anfangen als Teilehändler. Ne? Das heißt, ich will die Opel-Teile verkaufen, die ich noch liegen habe, also alles, was ich nicht brauche. Ich will auf jeden Fall mit ein paar Trabi-Teile auf den Markt einsteigen und ich habe auch noch ganz viele, ich habe wirklich viele Sachen noch liegen, für alle möglichen Hersteller und viele, wirklich viele Teile. Und deshalb werde ich wahrscheinlich ein bisschen im hier Teilemarkt einsteigen. Nicht mega groß, aber eventuell so, dass ich die 450 Euro Kraft lohnt für mich und ich ein paar Mark, so sag ich mal, hier nebenbei habe. Wäre eigentlich ganz schön. Muss ich halt, ne? Vor allem, ihr müsst euch auch vorstellen, wenn du Ultimate-Teile lagerst, so wie ich,
Denk mal 20 Jahre weiter. In 20 Jahren ist das Problem, dass hier keiner mehr diese Teile braucht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe zum Beispiel Trabis, habe ich mehrere. Das heißt, ich will immer Trabi-Teile brauchen. Wenn ich diese Trabis habe und die Trabis fahren, brauche ich Trabi-Teile. Ne? Aber jetzt, wir gehen mal davon aus, ich habe jetzt kein Trabi mehr und in 20 Jahren wird es wohl, ist es dann so, dass keiner mehr Trabis hat. Wisst ihr? Und dann kauft auch keiner mehr Teile dafür. Oder weniger. Deswegen soll ich mich ein bisschen ranhalten. Weil zum Beispiel, ich brauche hier keine 80 Tachos im Lager. Also ich habe allein Trabi-Tachos. Locker 30 Stück oder so. Ne? Da rechnen wir auch 5 auf Lager. Was einen Vorteil hat, erstmal kann ich mein Lager wieder durchgucken. Also ich weiß, was ich auf Lager liegen habe. Und kann mir halt ein bisschen merken, was ich wo liegen habe. Und das ist so die Idee. Ne? Agurkenpommes, ich meine die Masse davon. Wisst ihr? Die Menge davon. Ist halt so. Ne? Auch die Rekord-C-Teile. Wie viele Rekord-C-Teile brauchst du noch? Wie viele Rekord-C fahren noch? Ich glaube, vor 10 Jahren konnte man besser Rekord-C-Teile verkaufen als heute. Ganz sicher sogar. Ne? Also deswegen, ne, ist das Ding daran. Und ich muss mir so mal so ein bisschen. Ne? Rieder, ist doch kein Problem. Allein eine Stoßstange für den Rekord-C kostet das schon 90 Euro. Also jetzt in schlechten Zustand. Ne? Ich habe runde Stoßstangen von Trabant liegen, verchromt. Kosten 300 Euro. Also ich habe viele teure Teile liegen, die hier nur liegen und die ich gar nicht brauche. Ich will jetzt nicht unbedingt daraus jetzt einen Geschäftszweig machen. Ich will auf jeden Fall mal auf Teilzeit später jemanden anstellen, der das für mich verkauft. Ne? Jetzt nicht den Kram auf euren Fanpaketen oder irgendwas. Das ist nicht der Sinn darin, dass ihr mir Sachen zuschickt, ich verkaufe die. Das ist Quatsch. Ne? Aber Sachen, wo ich halt sehe, Moment, Alter, die brauchst du sowieso nie. Und wenn ich die nicht brauche, warum soll ich die dann behalten? Jungs, ich habe ein Lager. Ich habe Lagerflächen in dieser Halle. Ich habe eine Halle, die ist über 1000 Quadratmeter groß. Und ich habe unglaublich viele Teile rumfliegen. Weißt du, das ist halt das Ding. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Ne? Deswegen denke ich mal, dass da irgendwo noch mal einer auf Teilzeit kommt und ja halt ein bisschen was für mich macht. Schätze ich. Aber erstmal bis zum Winter. Es muss in den Sommer überleben. Wir müssen das hier Museum dieses Jahr definitiv, muss das Museum andere Zahlen schreiben als letztes Jahr. Das lief schon okay, kann man nicht meckern. Ne? Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen so ein bisschen uns auf den Arsch setzen. Weil das Thema Max Beach Shop hat sich hier so hart vergrößert, dass es schon eine richtig, richtig harte Geschichte ist. Überleg mal. Ich hätte früher eine Halle gehabt, die kostet 350 Euro im Monat. Ne? Zwischen Nebenkosten 400 Euro. Ne? Und da hatte ich alles drin und mein ganzes Leben aufgebaut. Hat mich mit YouTube verdient am Anfang und da war das Thema durch. Jetzt habe ich ein Leben, ich habe einen Angestellten, ich habe eine dicke Halle, ich habe Familie, also wirklich Familie. Ich habe halt hier, ich habe halt sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig, einfach schon am Hals, ne, wenn man es so sagen kann. Und hier, ihr müsst euch vorstellen, ich sage jetzt jeden Monat, ich kaufe jeden Monat, zahle ich für mein Leben im Groben, also nur, dass ich jetzt hier sitze und in dieser Halle bin und diesen ganzen Kram habe, dass Gordon bei mir arbeitet, alles, zahle ich 6.500 Euro im Monat. Wisst ihr, was ich meine? Das sind, wenn ihr so überlegt, im Jahr, über, Alter, wenn ich über nachdenken, Sind das im Jahr? 6,5, das sind 65.000 Euro in 10 Monaten. 12, bla, 72. Alter, das ist Hardcore-Scheiße, ey. Krass. Aber es ist echt schon viel. Also, es ist über 70.000 Euro im Monat, die der ganze Bums hier kostet. Ich habe die gleich weggehauen, die Sperma-Tante, ne? Schon krass, wenn man es überlegt. So nebenbei merkt. Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld habe ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Also ich sag mal so, wenn der Laden mal immer wachsen sollte und ich vielleicht ein bisschen mehr Geld damit verdiene, dann kann ich natürlich auch hier die Leute, die mit mir zu tun haben und zusammenarbeiten, natürlich haben da auch was von, ne? Weißt du, es ist so.
Nico, irgendwann ist gut mit dir, ne? Es ist immer auf mich zu verarschen, das stimmt alles nicht hier. Von vorne und hinten nicht. Was ich mit YouTube mache, ich mache mit YouTube selber zwischen, also aktuell, also geldtechnisch aktuell an YouTube-Einnahmen, Werbeeinnahmen mache ich auf YouTube so zwischen 2.000 und 3.000 ungefähr, kannst du rechnen. Mit, wie viele Videos habe ich jetzt online? 2.600 Videos online. Also ich habe mehr Videos als Marco online, mehr Videos als JP online. Und ich habe auch mehr als die meisten Leute auf YouTube. Also ich bin schon, wenn es um Videomenge geht, bin ich einer der größten. Gefühlt. Ne? Und das ist ungefähr das, was ich mit YouTube verdiene. Ne? Das heißt, alles andere ist aber Vorsteuer. Ne? Also Vorsteuer. Rechne noch ungefähr ein Tausender ab, ein Tausender nicht, aber ja, 700 Euro absteuern. Ne? Dann habe ich die Geschichte. Ja, halt. Es ist halt so, ich muss halt mit dem Autohandel viele einnehmen. Was haben die davon, immer sich zu lügen? Ja, Nico ist, glaube ich, nicht sonderlich alt. Ist ein ganz junger Kerl, der wird sich gerne aufspielen. Ich habe das Thema schon ganz, ganz oft hier. Ne? Ja, D-Max weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wir warten immer noch auf eine Antwort. Also auf unseren. Also wir haben schon eine Zusage, dass Interesse da ist, aber wir haben tatsächlich noch keine Antwort. Sondern vorher ein paar Zettel dahin schicken und sowas. Da hat sich ich sogar mein Manager, oder in Anführungsstrichen, der Philipp. Hey, die Hände frei, eine geilere Kamera. Ja, rein tust, ja. Aber es wird nicht einfach. Stell mal vor, wir gehen jetzt mal davon aus, ich bekomme eine Fernsehsendung auf D-Max. Okay? Wir gehen davon aus. Nur rein so überlegt. Also ich bekomme es wahrscheinlich erstmal keine. Ich weiß es nicht. 50-50, ne? Aber wir gehen mal davon aus, ich würde eine kriegen. Wisst ihr, was das für ein Gewurstel wird, einen YouTube-Kanal zu machen, wie unser Kanal jetzt, in Kombination mit Fernsehen, in Kombination mit Autohandel, in Kombination mit Familie, in Kombination mit dem Max-Bischoff-Museum, in Kombination mit Harry, der auch immer irgendwas will. Also, es ist wirklich viel. Frank, du brauchst wohl keine Bewerbung vorbeibringen. Die Person, die das macht, die habe ich rein theoretisch schon. Ne? Also, es ist erstaunlich, also es ist, ne? Das heißt, eigentlich haben wir eine Baustelle mehr. Raketenmann, aber einen Kameramann kann ich nicht bezahlen, ne? Und in so einer, ich sage euch, wie es ist, wenn ich jetzt bei D-Max da mittüdeln würde, ich würde da so gut wie nichts dran verdienen. Also ehrlich nicht. Also ich bin mir ganz sicher, ich weiß das sogar, wenn es die ersten Folgen jetzt da kommen würden, so die ersten Testfolgen, kriege ich nichts dafür. Gar nichts. Das ist alles so ein bisschen auf meiner Tasche. Ne? Markus, ein Lob, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich schaue damit mir ja gerne. Man hat das Gefühl, als wäre man ein Freund von dir. Ja, das ist damals der Sinn gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Sinn. Das war dieses hier, einfach mitnehmen, egal was kommt. Auch wenn ich am Scheißen bin, kriegen wir hin. Nee, geskriptet wird da nichts tatsächlich. Also das würde ich auch nicht wollen. Also wir haben schon ein Konzept ausgearbeitet mit den Jungs, die da jetzt waren, mit ihrer Kamera an drum und dran. Und wir werden definitiv keinen geskripteten Scheiß haben. Also das ist nichts gespielt. Ihr werdet es ja sehen im Internet. Wenn ihr die Scheiße im Fernsehen guckt, ne, werdet ihr ja sehen, weil ihr wisst ja, was Phase ist hier. Nee, ihr im Speedshop und wie das alles läuft hier, als Zuschauer, wisst ihr genau, dann wisst ihr ganz genau, was Phase ist. Ne? Ihr wisst es ja, ihr sitzt dann, ob ich jetzt irgendwelche Scheiße mache oder nicht. Also das wird nicht geskriptet sein, ganz sicher nicht. Natürlich wird das irgendwie so getüdelt sein, dass es vom Schnitt her irgendwie in so eine Sendung passt. Ne, ist logisch, aber warum, Alter, passiert so viel geiler Scheiß jeden Tag. Wisst ihr? Den Texas Instruments Heimrevue habe ich nicht ausprobiert, nee, gar nicht. Ich habe ihn nur in meine Ape reingelegt bisher. Ah, hier, warum ich immer sage, ist das noch ganz einfach. Die verdienen Geld damit. Wisst ihr? Ganz einfach. Ab einer gewissen Größe und einem gewissen Erfolg, was so eine Serie hat, kriegt ihr natürlich Geld dafür. Aber wenn ihr jetzt am Anfang da steht, eine Serie auf Probe habt,
so testweise, so zwei Folgen so, ist ja ganz witzig oder so. Moin Jürgen, Alter. Dann natürlich findet ihr kein Geld. Da findet der Produzent höchstens Geld, der das produziert, weil der auf seinen Nacken das macht. Aber also so nicht. Also ich verstanden habe. Ein bisschen Aufwandsentschädigung gibt es sicherlich. Ne? Aber ich würde sagen, ich würde unter dem Strich mehr Geld verdienen, wenn ich arbeiten würde. Und hier dann hier, weißt du, mein Speechwort machen würde. Weißt du, ganz normal mit Autohandel und sowas. Anderweitig, wenn die Jungs dann einfach nur da sind und das einfach nur filmen, was wir machen und wir unsere Arbeit trotzdem machen können, dann ist wir viel mehr Alter geschlagen. Würde auch gehen. Das Kübelprojekt wäre so geil gewesen fürs Fernsehen. Komplett. Auch hier das Caprice-Projekt wäre so geil, ne? Hast du hier, warte mal. Ich fände es geil, wenn du die Streams weil Samstagmittags wieder online stellen würdest. Du fertig, ich habe da keinen festen Dingsen drin tatsächlich. Ich mach das hier, wie soll ich sagen? Ich mach das immer so sporadisch, wie ich halt gerade am PC bin. Wisst ihr? Also wie ich gerade am PC bin. Heute Abend gehe ich am PC, gleich wenn ich fertig bin mit Stream, fahre ich nach Hause und schneide Videos. Teile auf Rezept für 500 Euro. Ja, vor zwei Wochen. Genau, ist so. Ich schalte nachher, wenn ich dann denke, den zweiten Stream aufbrechen, weil der ist mich heute. Der Stream von letzter Woche ist heute durch auf dem Community-Kanal. Jungs, ihr könnt mich nicht mit Morlack Motors vergleichen. Nicht mal annähernd. Die machen so eine geile Scheiße da. So eine geile Scheiße. Irgendwelche Yachten kaufen, Schiffswrack tauchen, weißt du? Hier, weißt du, was ich hier, so Panzer reparieren. Alter, da können wir nicht mitreden. Könnten wir gar nicht, Alter. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich will nicht auf Twitch live streamen. Jungs, nicht noch so eine Baustelle, wisst ihr? Brauchen wir nicht. Noch eine Baustelle macht keinen Sinn. Stimmt, Michi. Gut, Modus haben wir schon am Start. Fand ich jetzt noch, guck mal, ich habe YouTube als große Baustelle. Ich habe hier die Schneidereien sowieso am Hals. Ne? Mal gucken, vielleicht hole ich mir irgendwann mal einen, der für mich die Videos schneidet. Aber anderweitig, wenn ich das abgeben würde an jemand anders, dann wären es nicht die Videos, die man so kennt. Wisst ihr? Klar, Master Bino kenne ich, mit dem Panzer und so. Ein ganz guter Typ. Ich fand ihn früher lustiger, weil die einfach nur Autos verheizt haben. Hot Girls und Bullshit. Werbung dafür am Gurkenkanal läuft. Olli, das Problem beim Morlock-Modus ist halt, die sind halt nicht günstig. Ne? Und hier kenne ich ja zwei Original-Lichtmaschinen für meinen K30 kaufen. Für, ich sag mal, zusammen 800 Euro beim Morlock. Oder ich baue da einfach irgendwelche 30 Euro Kack-Lichtmaschinen aus dem Golf 3 ein. Wisst ihr? Ein Treibauto, das ich in der Sammlung habe, arbeite ich gerade dran. Rekord. Serienrekord in Fahrbereit. Wäre cool. Ich wüsste viele coole Autos. Viele, viele coole Autos. Aber ich hätte auch gerne noch so ein DKW Munga, finde ich ganz cool. Ich hätte auch sau gerne noch so einen Schwimmwagen. Wie geil ein Auto wäre, so ein Amphicar, was da schwimmen könnte. Wisst ihr? Ist ja voll geil. Mein Traumauto ist mein Chevy K30. Der steht da unten. Den habe ich schon. Verkauft der Sinn nicht an Fernsehen. Hab ich ja schon das Internet. Ich habe mir das hier schon euch verkauft. Alles gut. Ossi, ja, ich weiß, 1-1 würden wir alle gerne abkaufen. Ich habe so viele Autos, wo ich jeden Tag E-Mails für kriege, verkaufe ich die und ich sage immer nö. Nö, 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 nö. Das wertvollste Ersatzteil, den ich besitze, ist ein 4 Liter 24V Ventildeckel, ne, vom Lotus Omega. Nee, aktuell stimmt der Manta nicht. Der Manta hat auf jeden Fall hat aktuell ein Rostloch.